Auch wenn sie scheiterte, war sie doch im Sinne Ernst Blochs der Vorschein einer konkreten Utopie. Modell für eine Politik, die mit dem Anspruch einer wirklichen Volksherrschaft, einer Demokratie von unten, ernst zu machen suchte. Und daran hatten die Dichter entscheidenden Anteil. Der Dichter, der Mann des vehementen Einfalls, der schnellen Assoziationen und Analogien, ist im öffentlichen Leben, das heißt aber für gewöhnlich im Land der Philister, der geborene Widerspruchsgeist. Er ist der ewige Empörer. Wo Stockung und Starrheit gekommen ist, wo die Gelenkigkeit eingerostet ist und wieder Ungeist, Unrecht und Schlendrian sich breit macht, da ist er, der immer die Sache des Lebens führt, der Befreier. Wir brauchen die immer wiederkehrende Erneuerung. Wir brauchen den Frühling, den Wahn und den Rausch und die Tollheit. Wir brauchen wieder und wieder und wieder die Revolution. Wir brauchen den Dichter. Unser heutiger Gast. In München gibt es seit kurzem eine Kurt-Eisner-Straße. Bevor sich die Stadt zu dieser Namensgebung entschloss, hat es allerdings im Stadtrat erhebliche Auseinandersetzungen darüber gegeben, ob man eine Straße der bayerischen Landeshauptstadt nach dem Revolutionär von 1918 benennen sollte. Manche Stadträte waren der Meinung, man könne doch schlecht eine Straße nach einem Kommunisten benennen. Nun war Kurt Eisner sehr viel, nur eines nicht, nämlich Kommunist. Und die Debatte zeigte eines, wie wenig wir über die Zeit und über die Menschen von damals heute wissen. Das ist er übrigens, Kurt Eisner, der bayerische Revolutionär, besser gesagt der Berliner Revolutionär in Bayern. Wir wollen in unserer heutigen Sendung versuchen, die Zeit und die Person Eisners etwas klarer uns vor Augen zu führen. Und wir haben uns bei diesen etwas schwierigen historischen Wegen der Mithilfe eines sachkundigen Leiters vergewissert, nämlich des Heidelberger Historikers Professor Helmut Neubauer. Herr Professor Neubauer, Sie sind kein Zeithistoriker. Wie kamen Sie eigentlich dazu, sich mit der Bayerischen Räterepublik zu beschäftigen? Im Grunde durch einen Zufall. In den Schriften Lenins befindet sich ein Telegramm an die Bayerische Räterepublik und mich hat es interessiert, ob dieses Telegramm auch wirklich in München angekommen ist. Ich habe es im Geheimen Staatsarchiv gefunden und dieser Fund war Anlass genug, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Professor Neubauer beurteilt die Dinge aus der Distanz von 50 Jahren. Wir haben aber auch einige Zeugen, die Eisner noch gekannt haben und in seiner unmittelbaren Umgebung damals standen. Das ist einmal ein Schriftsteller, Verfasser einer bekannten Schillerbiografie, Friedrich Burchell. Im November 1918 war ich 29 Jahre alt, also kein junger Mann mehr, und war Leutnant der Reserve in einem bayerischen Chevalerieregiment. Hatte aber schon mich schriftstellerisch betätigt, lange vorher, bei der Frankfurter Zeitung vor allem und an großen deutschen Zeitschriften. Zwei bayerische Politiker sind ebenfalls Zeugen aus der damaligen Zeit. Das ist einmal der Ministerpräsident AD Dr. Wilhelm Högner. Im November 1918 war ich beruflich Rechtsanwalt in München. Justizminister Dr. Josef Müller. Im November 18 bin ich aus dem Feld zurückgekommen und bin noch Leutnant geworden. Ein Zeuge ist außerdem der heute in New York lebende Fotograf Josef Breitenbach. Ich bin Münchner, München geboren, meine Eltern sind Münchner, waren Münchner. Und um die Zeit des Krieges
war ich Student an der Universität. Erich Wollenberg, ein Journalist. Ich kam Ende Januar 1919 nach München. In meiner Heimatstadt Königsberg konnte ich mein medizinisches Studium, das ich 1914 begonnen hatte, nicht fortsetzen, da ich dort als fünfmal verwundeter Kriegsleutnant an der Spitze der revolutionären Bewegung gestanden hatte und die Universität von rechtsextremistischen Studenten terrorisiert wurde. Außer diesen Zeugen, die zur Sache sprechen, haben wir noch einen, der die Atmosphäre umreißt. Es ist der Bruder des bayerischen Schriftstellers Oskar Maria Graf, Maurus Graf. Mein Kaiser war doch und durch den Krieg harte, also Diktatur über. Und da ist das Volk, das besonders die jungen Leute, haben jetzt auf einmal gesagt, Halleluja, Freiheit. Es ist auch eine ganz lebendige Reaktion auf diese schlechte Militärzeit, wo man in Dreck dahin, wer Dinge drin guckt, ist in Schlamm drin guckt. Und jetzt kommen die Leute heim, haben keine Beschäftigung, Nahrungsmittelkarten, ne? Und die Leute, das war ja direkt. Das hat man noch nie erlebt in Deutschland. Ne? Selbst die reichen Leute haben das Hirn verloren. Die haben ihre Villen verkauft, hergeschenkt haben sie. Da ist ein Riss durch ganz Deutschland. Herr Neubauer, wir haben eine ähnliche Zeit ja vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Glauben Sie, dass sich die Situationen vergleichen lassen? Ich nehme nicht an, dass sie sich vergleichen lassen, denn der Zusammenbruch militärisch war nach 1945 wesentlich radikaler als 1918. Außerdem kennt die Zeit von 1918 keine militärische Besetzung Deutschlands. Also war die Situation anders. Können Sie uns schildern, wie Sie die Situation sehen? Als man den November 1918 schreibt, lebt Deutschland im 52. Weltkriegsmonat. An einen militärischen Erfolg ist nicht zu denken. Die Menschen sind zermürbt. Sie sind hilflos. Sie wissen nicht, wie es politisch weitergehen wird. Es geschieht auch nichts Rechtes. Soweit politische Kräfte rechts stehen, ducken sie sich, zumal in München. Die Sozialdemokraten haben kein neues Konzept anzubieten. Jedenfalls steht auf ihrem Programm nicht die Revolution. Die radikalste Agitation kommt von den unabhängigen Sozialdemokraten, hauptsächlich in Richtung auf den Pazifismus. Die unabhängigen Sozialdemokraten hatten sich abgespalten. Ja, die Unabhängigen waren, so könnte man sagen, der linke Flügel der SPD, der sich im April 17 von dieser großen Arbeiterpartei abgespalten hatte. Und Eisner gehörte zur Unabhängigen. Eisner gehörte zur Unabhängigen, war aber keineswegs der Führer der Unabhängigen Bayern. Ja, wie ging es weiter, bitte? Ja, die Münchner Bevölkerung wartet nun darauf, dass irgendetwas passiert. Aber augenscheinlich hat niemand eine Vorstellung davon, was passieren könnte, wann es passieren würde und durch wen es passieren würde. Und jetzt schlägt eben die Stunde Kurt Eisners, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Er hatte ein paar Monate bekommen, weil er zu den Führern des Metallarbeiteraufstandes im Januar 1918 gehört hat. Er ist 51 Jahre alt, studierter Philosoph, arbeitet als Journalist, als Kritiker, als Schriftsteller und scheint ein ungemein gutes Gespür für die Stimmung der Menschen damals gehabt zu haben. Was war er mehr, Literat, Schriftsteller oder Politiker? Vielleicht Literat und Schriftsteller. Aber man wird das noch im Verlauf der Sache sehen. Jedenfalls beruft die USPD für den 7. November auf die Theresienwiese eine Massenversammlung ein und kündigt Eisner als Hauptredner an. Man munkelt schon, dass irgendetwas passieren würde. Und die Sozialdemokraten befürchten in dieser Situation, dass vielleicht zu viel passieren würde. Sie schließen sich deshalb der Massenversammlung an und hoffen vielleicht auf diese Art und Weise dem Äußersten vorbeugen zu können. Man traf sich auf der Theresienwiese am Donnerstag, den 7., 3 Uhr. Aber um 2 Uhr war schon eine halbe Million Menschen, die ganze Wiese war schwarz, von den Stufen der Bavaria herunter und rechts und links. Allmählich bildeten sich dann Gruppen, die um die einzelnen Redner sich gruppierten. Da war vor allen Dingen der sehr brave und ordentliche sozialdemokratische Parteifunktionär Auer, um den eine Menschenmenge sich gebildet hatte.
Auf der Theresienwiese selbst sprachen etwa 10 Redner und oben auf der Bavaria stand ein kleines Häuflein mit roten Fahnen. Wie ich hörte, war das Eisner mit Soldaten und seinen Getreuen. Dann kam Eisner, ein schmächtiger Mann mit einem schwarzen Bart, ein sehr glänzender Redner. Ich weiß nur noch, dass er sagte, er wolle dafür sorgen, dass München und Bayern ein Beispiel gebe dafür, dass eine ordentliche und gewaltlose Revolution und eine sofortiger Friede bewerkstelligt werden.